In diesem Video präsentieren wir Ihnen den Fox 360. Der Laderegler ist vollständig installiert, das heißt Batterie 1 und 2, das Solarmodul und ein Verbraucher ist an den Klemmen angeklemmt. Stellen wir die Verbindung von Batterie 1 nun her, sehen wir, dass der Regler anfängt zu booten. Er gibt den Typ und die Versionsnummer an, ermittelt wenige Sekunden später die Systemspannung der Batterie, ob 12 oder 24 Volt. Wenige Sekunden später ist der Regler betriebsbereit. Sind zwei Batteriesysteme angeschlossen, ist wichtig, dass beide Batteriesysteme die gleiche Systemspannung haben müssen. Das heißt, beide müssen entweder 12 oder 24 Volt Systeme sein. Das Solarmodul haben wir während der Montage komplett abgedeckt, so dass es keinen Strom generieren kann. Ebenso haben wir den angeschlossenen Verbraucher noch nicht eingeschaltet. Das heißt, beide Anzeigen geben entsprechend 0 Ampere an. Dieses Menü zeigt Ihnen die Batteriespannung von Batterie 1 und 2 an, den aktuell fließenden Ladestrom, E-Charge, und den vom Modul generierten Strom, E-Solar. Menü 1 zeigt Ihnen wieder die Batteriespannung von Batterie 1 und 2 an, darüber hinaus den Ladestrom, E-Charge, und den Strom, der zu den Verbrauchern fließt, E-Out. In Menü 2 werden Ihnen die Ladezustände von Batterie 1 und 2 als Balkendiagramme zwischen 0 und 100% dargestellt. Mit Menü 3 kann die Arbeitsweise des Tiefentladerschutzes eingestellt werden. Auto bedeutet, automatisch wird die Last ausgeschaltet, wenn die Batterie zu stark entladen wird. Lamp bedeutet Nachtlichtfunktion. Immer wenn das Solarmodul keinen Strom produziert, wird dieser Verbraucher eingeschaltet. Mit On und Off kann der Lastausgang dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden. Die Tiefentladeschutzfunktion des Reglers wird dabei umgangen. Bei Menü 4 kann die Entladungstiefe eingestellt werden, bei der der Tiefentladeschutz die Verbraucher ausschalten soll. Im Menü 5 wird der Batterietyp für Batterie 1 ausgewählt, ob AGM, Gel oder Bleisäurebatterie. In Menü 6 wird der Batterietyp für Batterie 2 ausgewählt, auch hier wieder ob AGM, Gel oder Bleisäure. Anhand dieser Auswahl wird die Ladeentspannung und die Ladekennlinie im Regler eingerichtet. In Menü 7 wird die Verteilung der Ladeenergie auf Batterie 1 und Batterie 2 eingestellt. Mit Menü 8 kann der Kontrast des LCD-Bildschirms eingestellt werden, um bei besonderen Lichtverhältnissen die Anzeige besser ablesen zu können. Danach gelangen Sie wieder zurück zur Standardanzeige.